Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar geht es heute um ein Thema, das ich eigentlich nicht behandeln wollte und mich jetzt aber doch dazu durchgerungen habe, denn die Ereignisse haben sich jetzt die letzten Tage ein bisschen überschlagen. Um was geht es? Um auf den Punkt zu kommen, es ist eine Person unterwegs, die TCG-Mounts angeblich verkauft, die Leute aber scammt und unter anderem meinen Namen dafür hernimmt, um diese Leute zu scammen und da auch noch ein paar andere Leute mit reinzieht. Eine ziemlich dreiste Geschichte. Was da jetzt im Einzelnen gelaufen ist, möchte ich euch jetzt mal ein bisschen darlegen. Und zwar wisst ihr ja, ich bin in den letzten Wochen, Monaten unterwegs und versuche mir die TCG-Mounts soweit zusammen zu kaufen bzw. zu holen, über Gold, über Echtgeld, um teilweise meine Sammlung halt zu komplettisieren. Dementsprechend tue ich das auch so mit einer kleinen Videoserie begleiten und habe da halt auch das eine oder andere Video aufgenommen, unter anderem eins auch, wo ich ja einen Kauf dokumentiert habe, den ersten, den ich jetzt im BFA gemacht habe, wo ich mit relativ viel Gold, ich glaube 17 Millionen waren, wo ich zwei TCG-Mounts gekauft habe. Das, um vielleicht jetzt die Einleitung zu bekommen, um was es genau geht. Und zwar gibt es da einen Spieler, der seinen TCG-Service bewirbt im Handelschannel, erst auf Antoninas. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auf Blackmoor auch gesehen und dort sagt er, er verkauft TCG-Mounts. Ich habe es persönlich am Anfang gar nicht gesehen, weil ich den Handelschat nicht großartig ließ, war jetzt auch für mich von weniger Interesse. Jetzt hat mich ein Seller, von dem ich damals die Mounts aufgekauft habe, den Namen will ich jetzt nicht nennen, weil der möchte jetzt auch nicht unbedingt in Videos auftauchen, habe ich mit ihm auch bequatscht. Er hat gemeint, ja, ihm haben ein paar Leute angeschrieben, es gibt einen, der gibt sich als er aus, scammt quasi die Leute und postet mein Video und sagt, er hat an mich verkauft und ihm kann man quasi vertrauen. Ja, das ist sein Vorgehen und dementsprechend so will er die Leute über den Tisch hauen. Ich will mich jetzt auch nicht selbst überhöhen oder irgendwas, aber dementsprechend nervt mich das halt, dass der Spieler mein Video dafür missbraucht, quasi Leute abzuziehen. Soweit war der erste Kontakt, dann habe ich mit dem Seller so ein bisschen übers Discord geschrieben gehabt. Der hat mich gebeten, das Video runterzunehmen, da war ich so ein bisschen, eigentlich will ich das in meiner Videoserie nicht machen und habe das erstmal so stehen lassen, dachte mir, okay, gut, kann ja immer einen Idioten geben, lassen wir das so stehen. Dann hat mir jetzt vor ein paar Tagen ein Viewer einen Screenshot geschickt. Ich handle meistens immer nicht, wenn ich nur eine Quelle habe. Ja? Hier hat mir ein Viewer einen Screenshot geschickt, anscheinend also auf Antonidas nennt sich der Aquila, der Typ. Und hier in dem Screenshot behauptet er, dass er quasi an mich einen Mount verkauft hat und will den halt hier ins Discord locken. Ich habe auch mit ihm hier geschrieben und habe dann ihm zu meinem Kollegen dann gemeint, also den Viewer quasi, das ist hier der Worry, und habe dem halt auch gesagt, nee, ich habe bei dem sicher keinen Mount gekauft und eine Seite namens WoW Elite habe ich noch nie von gehört und da würde ich lieber die Finger lassen. Ich kann natürlich nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Typ ein Scammer ist. Ich habe jetzt die Aussage von dem einen Seller, dass er von mehreren Kunden angeschrieben wurde, dass sie über den Tisch gezogen worden sind, einfach mit dem Gold abgehauen ist. Ich habe jetzt hier eine Aussage von diesem Aquila, dass er mit mir irgendeinen Deal abgeschlossen hat. Die ist schlichtweg falsch. Für den Seller ist er auch nicht tätig. Das habe ich auch nochmal quasi mit dem abgesprochen. Die Aussage ist ebenfalls gelogen. Ich kann nur sagen, alle Aussagen, die von ihm getroffen worden sind, sind schlichtweg falsch. Ob er wirklich scammt, ist anzunehmen. Ich kann es aber natürlich nicht beweisen, weil ich mit dem keinen Deal gemacht habe und ich werde es so sicher nicht tun, weil ich will mich ja nicht scammen lassen. Heißt für euch, Typ namens Aquila, besser die Finger davon lassen. WoW Elite habe ich noch nie gehört. Kann natürlich sein, dass sie den Namen auch nur irgendwo geklaut hatten, dass es wirklich einen WoW Elite gibt. Ich habe auf Blackmoor jetzt hier auch wen gesehen, der WoW Elite als Titel postet und Mounts verkauft. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, ich würde aber erstmal aufpassen. Ich vermute, das ist der gleiche Typ, der sich einen Namen ausgedacht hat und dann Leute scammt. Vermute ich. Die Tage ging es noch weiter, dann hat mich einer geaddet über, ich verkaufe ja auch verschiedenste Sachen im Handelschannel und einer hat mich da halt quasi über meine Seite oder über meine Launch quasi da geaddet und hat mit mir ein bisschen gequatscht, wo ich eigentlich schon ins Bett gehen wollte und hat mir dann noch ein paar weirde Stories erzählt, dass er den Typen kennt, dass er weiß, dass er scammt.
Und anscheinend hat er von dem die Account-Daten, weil er ihn in der Arena boostet. Ob das natürlich stimmt, kann ich euch nicht sagen. Und dass er ihn den wiederum scammt, was da dran ist, keine Ahnung. Der hat mir dann auch noch erzählt, dass ich mit diesem Aquila anscheinend einen Beef habe und dass wir beide gebannt wurden. Davon weiß ich nichts. Weder, dass ich mit ihm einen Beef habe, noch dass ich gebannt worden bin oder dass er gebannt worden ist. Also das sind schon wieder so Sachen, weil er kam schon so in das Voice rein. Ah ja, er weiß ja, dass ich und er gebannt worden sind. Ich so, was? Okay. Davon weiß ich nichts. Aber ich weiß nicht, was da im Hintergrund noch so abgeht. Aber es ist alles sehr strange. Ich will ehrlich gesagt mit der Sache relativ wenig bis gar nichts zu tun haben. Ich habe jetzt halt das eine Video, wo ich diesen Kauf quasi mit dem einen Händler abgeschlossen habe, mal runtergenommen, dass er das nicht mehr linken kann, um irgendwelche Leute zu scammen. Das ist mir halt wichtig, dass ja, das nicht missbraucht wird, dass ihr nicht gescammt werdet. Ich hoffe, der ein oder andere konnte ich jetzt davor bewahren, dass er einen Fehlkauf tätigt. Und ja, ich hoffe, dass dieser Akida oder wie er auch immer sich schimpft, dafür einen Bann kriegen wird, dass er Leute abzieht. Und Leute, seid wachsam, traut nicht jedem, da kann komisches Zeug bei rumkommen, ne? Mehr gibt es eigentlich jetzt an der Stelle nicht zu sagen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr hier dieses WoW Elite kennt, ob es das wirklich gibt oder ob das dieser Scammer ist. Und wenn er jetzt nicht ganz blöd ist, dann ändert er halt einfach seinen Namen und nennt sich halt Top WoW oder keine Ahnung was. Also, ne, so Scammern, da wirst du wahrscheinlich schwer Herr bei. Aber immer aufpassen, wo ihr kauft. Macht es am besten bei einer vertrauenswürdigen Quelle und nicht bei irgendwem, der euch erzählt, mit wem er schon alles dies abgeschlossen hat. Das kann nach hinten losgehen. Genau. Wie gesagt, mehr gibt es jetzt nicht an der Stelle zu sagen zu dem Ganzen. Das Video lasse ich jetzt erstmal offline und ja, dann schauen wir mal, ob sich das in nächster Zeit beruhigt. Wie gesagt, auf Blackmoor habe ich auch schon so einen von den Kollegen gesehen. Ob das natürlich der ist, kann ich nicht beurteilen. Alles klar, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.